Okay, also hier bin ich. Ich hatte euch ja gesagt, ich berichte euch von der Crypto Assets Konferenz in Frankfurt. Dort bin ich 2 Tage und mit einem sehr anspruchsvollen Programm. Veranstaltet wird das vom Frankfurt School of Blockchain Center. Das ist eine Ausgründung der Frankfurt School of Finance. Das ist das zweite Mal, dass diese Assets-Konferenz veranstaltet wird. Und ich bin hier etwas blauäugig hingefahren, merke ich jetzt. Denn ich habe gedacht, ich erfahre hier viel über Blockchain, Technologie, welche Möglichkeiten es da gibt, wie der Stand der Technik ist. Ich dachte, es wird ja auch mehr über Kryptogeld gesprochen, vielleicht über die technischen Zusammenhänge. Die Referenten und auch die Gäste, die hier sind, die sind aber irgendwie schon eine ganze Schippe weiter. Die ganze Konferenz ist wirklich hochkomplex. Mir stehen schon die Haare zu Berge. Also für einen normalen Mensch, der sich noch nicht viel mit Kryptogeld, Kryptoassets, Kryptocurrencies, mit Token, Blockchain beschäftigt hat, so wie in meinem Fall, ich kenne die groben Züge, aber wie in meinem Fall, bin ich hier doch ziemlich verloren, muss ich wirklich zugeben. Was auffällt bei der Konferenz ist, es sind fast nur Männer da, es sind ein paar wenige Frauen. Interessanterweise haben aber die Auftaktreferate 2 Frauen gehalten. Das fand ich sehr spannend. Sie waren aber nicht von der technischen Seite her, sondern eher von der rechtlichen und organisatorischen Seite her. Wenn es dann technischer wird, stehen dann wieder die Männer vorn. Was insgesamt mir auffällt, am ersten Tag, es ging los um 9 bis jetzt um 17 Uhr läuft die Konferenz noch. Es laufen hier ganz viele Panels nebeneinander. Ich zeige euch das mal. So viele Panels. Das ist das Hauptpanel. Das ist das zweite dazu. Und dann gibt es hier noch Veranstaltungen zusätzlich. Und was auffällt, ist, dass es sich sehr viel um Technik dreht, um Details dreht, um einzelne Aspekte sich dreht, worum es aber gar nicht geht, ist die Anwendung. Also, was haben wir davon? Wir als Bürgerinnen und Bürger, wir als Konsumentinnen, wir als Nation, als Volkswirtschaft, als Welt, was bringt das für die Umwelt? Was bringt das für einen Nutzen? Diese Komponente, also Nutzen für die Gesamtgesellschaft. Dieser Nutzenaspekt, also der Sinn dahinter im Grunde, fehlt mir im Moment am ersten Tag komplett. Es geht darum, was es der Financial Industrie zum Beispiel bringt, was sich damit vielleicht vereinfacht. Aber so richtig angesprochen wird das alles nicht. Was aber herauskommt im Grunde in allen Panels und Workshops, die ich bisher gesehen habe, ist, dass es eine unglaubliche Komplexität im Thema herrscht. Es wurde auch angesprochen, dass wir mit der Blockchain-Technologie und auch mit den Krypto-Assets, mit den Cryptocurrencies, also Kryptogelder, wie wir das jetzt auch immer mal nennen wollen, eine unglaublich hohe Komplexität in Übertragungen, in Bezahlprozesse, in Anlageprozesse hineinkommt, die eigentlich das ganze System, ich finde, dieses ganze System noch komplizierter machen und noch undurchsichtiger werden lassen. Dabei ist ja gerade die Blockchain-Technologie, und auch der Erfinder von Bitcoin, die wollten ja gerade, dass die Dinge einfacher werden. Das ist ja der Hintergrund zum Beispiel von dem Bitcoin, der Satoshi Nakamoto, muss ich mal spicken, weil ich seinen Namen hier nicht merken kann, der sich den Bitcoin zuerst ja, erfunden hat. Der wollte das ganze System vereinfachen, seine Gedanken zu Kryptogeld, zu seinem Geld Bitcoin fußen auf den Auswirkungen der Finanzkrise, wo alles so komplex ist, wo die Banker Wertpapiere, also Wertpapiere in Anführungsstrichen, aufgelegt haben und
ins Finanzsystem reingegeben haben, die das Risiko potenziert haben, und zwar in einer exponentiellen Funktion. Deswegen hat er Bitcoin entwickelt, um das Ganze einfacher und dezentraler zu machen. Und mit diesen ganzen Technologien, so sieht es jetzt aus, zumindest jetzt, wir sind auf einem Anfangsstadium, sieht es jetzt aus, nach zusätzlich Komplexität ins Finanzsystem zu bringen. Ein System wird hier aufgebaut, gerade bei den Kryptogeldern, was nur noch ganz wenige verstehen, was nur noch ganz wenige durchdringen. Hier wird ein Pool von Herrschaftswissen aufgebaut, wo ich im Moment mir nicht sicher bin, wozu das mal genutzt werden könnte. Herrschaftswissen dient eigentlich immer dazu, dass einige wenige sehr davon profitieren und andere leiden. Also, ich habe darüber mit einer Referentin gesprochen, die sich mit Rechtsfragen beschäftigt, und sie sagt, ja, die Masse braucht das auch gar nicht zu verstehen, was ich einen interessanten Satz fand. Doch ich finde schon, dass die Masse das verstehen sollte. Also die Masse braucht es gar nicht zu verstehen, und wir erklären viel zu viel. Ein anderer sagte mir aber, ja, es kann schon sein, dass diese Komplexität, die er im Moment auch als kompliziert und kritisch sieht, es könnte sein, dass sie im Laufe der Entwicklung sich wieder vereinfacht. Also vielleicht sehen wir ein frühes Stadium von Blockchain-Technologien und von Kryptogeldern, die sich später nochmal vereinfachen. Aber you never know. Also, lange Rede, kurzer Sinn. I'm a little bit lost. Und das wird schon was heißen. Ich erzähle euch mal so ein paar Dinge. Also, was irgendwie alle durch die Bank weg sagen, ist, dass wir um die Blockchain-Technologie nicht drum herum kommen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Blockchain-Technologie, bitte korrigiert mich, wenn ich es falsch mache, ein Transfersystem, das nicht zwei Counterparts sagen, ja, wir vertrauen uns gegenseitig, weil wir uns kennen oder weil wir uns ausgewiesen haben, sondern dass tausend oder hunderte von einzelnen Parteien gegenseitig immer diese Vertrauensbasis herstellen und damit etwas übertragen. Also das ist dieser Prozess, wo einfach viele, viele quasi ein Häkchen hinter eine Transaktion machen und nicht nur zwei Parteien. Na, da wird diese enge Verbindung zum Beispiel zwischen einer Bank und einer anderen Bank, wenn die zum Beispiel von meinem Bankkonto, ich kaufe was weiß ich, neuen Computer mit einer anderen Bank, wo ich das Geld von meiner Bank zur anderen Bank übertrage. Da müssen die sich austauschen und sich vertrauen. Wenn ich eine Blockchain-Technologie benutze, dann gebe ich mein Geld, natürlich digitales Geld, über die Blockchain, und in viele, viele an, viele, viele zusammen sagen, ja, das ist in Ordnung, weil mein Code, mein Schlüssel bekannt ist und ich vertrauensvoll bin, und die anderen sagen, ja, das ist vertrauensvoll, sind aber viele Parteien, und dann wird mein Geld quasi dahin überwiesen. Aber ihr merkt schon, ich fange hier an zu schwimmen, denn es gibt verschiedene Blockchain-Technologien, und die werden hier auch gar nicht groß erklärt, die verschiedenen Technologien. Ich habe das erst in Gesprächen verstanden, beziehungsweise es ist mir erst durch Gespräche gesagt worden, dass es verschiedene Blockchain-Technologien gibt. Auf welche dann die Referenten Bezug nehmen, ich weiß es nicht, und sie sagen es auch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Man steigt hier schon auf einem relativ hohen Level ein auf der Konferenz und setzt sehr viel bei den Konferenzteilnehmern voraus. Es sind sehr viele Startups hier, sehr viele junge Männer, die gerade die Blockchain-Technologie nach vorne betreiben, und jeder so sehr hochspezialisiert seine Sicht der Dinge verfolgt. Von der Blockchain unterschiedlich, aber eng verknüpft ist natürlich dann das Kryptogeld. Und beim Kryptogeld habe ich jetzt gelernt, dass es sogenannte Token gibt. Token, ne? Wie so, weiß gar nicht, wie man Token übersetzt. Chip, auch wieder ein englisches Wort. Ich kann es gar nicht sagen. Ein Token auf jeden Fall. Und es gibt verschiedene Token. Es gibt
Also drei hat der Head of, wie hieß er, Innovations in Financial Technology von der BaFin, Christoph Kreiterling, hat darüber gesprochen, welche verschiedenen Token die BaFin ja quasi ausgemacht hat. Es gibt verschiedene, da sind die Abgrenzungen nicht ganz so scharf. Aber es gibt im Grunde drei Tokens, und zwar ein Payment-Token, wo klar, wo man damit bezahlt, mit dem man bezahlt. Dann gibt es einen Utility-Token und einen Investment- bzw. Security-Token. Entschuldigt. Payment ist klar. Bei Utility geht es hauptsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, um Verträge, dass man also in so einen Token, in ein kleines Päckchen quasi Vertragsbestandteile packt. Also wenn ich entschuldigt, ich habe leider nichts zu trinken da. Also wenn ich in diesen kleinen Token wie in einen Papiervertrag verschiedene Dinge hineinschreibe, also wer ich bin und welche Rechte bei mir verbrieft werden und so, das ist ein Utility-Token. Also damit ist ein irgendeine Art von Nutzen verbunden, aber es wird nichts bezahlt damit, sondern es werden Informationen kompakt irgendwo hingeschickt. Und dann gibt es noch den Investment-Token. Das muss ich sagen, habe ich überhaupt nicht verstanden. Wurde auch nicht großartig erklärt, was denn nun ein Investment-Token ist. Investment-Token, in einer anderen Sitzung habe ich dann mitbekommen, dass das im Grunde nur abbildet, Kreditgeschäfte zum Beispiel oder komplexe Finanzgeschäfte, Asset-Backed Securities zum Beispiel. Also im Grunde alten Wein in neue Schläuche transferiert. So würde ich es mal ganz platt übersetzen. Aber so richtig aufgedröselt wurde das nicht. Es ging dann gleich um rechtliche Implikationen, aber nicht tatsächlich, wie die Dinge erstmal entstehen. Also das ist ein komplexes Themengebiet, und was die Eröffnungsrednerin sagte, die von einer Plattform ist, wo, das ist was Interessantes für euch, die von einer Plattform ist, wo die wichtigsten Kryptogelder gelistet sind, und da soll es auch demnächst einen Index geben. Die Plattform heißt Coin Market Cap. Die schreibe ich euch noch unten drunter unter das Video. Coin Market Cap. Und Coin Market Cap hat eine Statistik herausgebracht von 2018, dass es Cryptocurrencies von 2099 Cryptocurrencies gibt es Ende 2018. Wir sind ja jetzt in 2019. Das heißt, vielleicht gibt es schon 2200 Cryptocurrencies weltweit im Vergleich. Zum Vergleich, im Jahr 2016 waren es nur 644. Das heißt, es gibt viele Startups und viele Tüftler, die da draußen neue Cryptocurrencies entwickeln. Da kommt dann der Regulierer, der Mann von der BaFin, der Keiterling, Herr Christoph Keiterling, der dann sagt: Okay, es sitzen hier ganz viele solcher Startups im Publikum. Liebe Startups, wenn ihr eine neue Currency entwickelt, dann sprecht bitte uns vorher an, denn die BaFin hat ganz bestimmte Kriterien, wie denn so eine Krypto, wie denn Kryptogeld, welche Anforderungen es haben sollte. Das war ganz interessant, aber das ist far beyond my business. Wo ich mich dann auch immer fragte, ja, wo ist jetzt der Nutzen für mich? Also dieses von CoinMarketCap ist klar, da könnt ihr euch einen Index anschauen, welche Currencies es gibt. Das finde ich ganz interessant. Das soll so eine Art Benchmark werden, auch für Preise, wenn ihr euch für diese Form vielleicht als Asset interessiert, was ich auf keinen Fall pushen möchte. Im Gegenteil, ich halte Kryptogelder als Anlageobjekt völlig ungeeignet. Dafür sind sie in einem viel zu frühen Stadium. Wie gesagt, es gibt, na, ihr habt es gehört, 2099 Cryptocurrencies. Von denen gehen, sind schon ganz viele wieder in Boden gestampft worden. Wenn ihr dann solche Currencies habt,
Dann ist natürlich euer Geld komplett futsch. Also seid da extremst vorsichtig. Es ist eine neue Technologie im very, very Anfangsstadium, ne? Und welche sich da durchsetzt oder welche sich durchsetzen werden, das weiß man nicht. Es ist überhaupt die Frage, womit bisher kann man ja kaum mit den Kryptowährungen bezahlen, zumindest nicht im normalen alltäglichen Leben. Es gibt ein paar Anwendungen unter großen Firmen, die handeln offensichtlich schon mit Kryptogeldern, aber für den Normalgebrauch, so für uns, ist es im Moment, also schreibt mir gerne, wenn es eine gibt, aber ich kenne keine. Okay. Ich muss mir auf meinen Spickzettel gucken. Was Sie aber alle gesagt haben, ist irgendwie, dass wir an Krypto Geldern und auch der Blockchain-Technologie nicht vorbeikommen werden. Da waren sie sich irgendwie alle sicher. Es wird vieles vereinfachen, heißt das. Ich sehe das noch nicht, aber ich durchdringe die Materie ja auch nicht. Also es ist gut, wenn ihr euch auch damit beschäftigt, zumindest irgendwie ein bisschen am Ball bleibt, ne? Ich schaue mal meine Aufzeichnungen durch. Was der Regulierer, die BaFin, zu bedenken gegeben hat, als Hauptrisiken bei den Cryptocurrencies sind vor allen Dingen drei Sachen. Die finde ich auch extrem wichtig. Wenn Kryptogelder transferiert werden, dann kriegt man einen privaten Schlüssel, womit man an sein Geld und an das Übertragene wieder herankommt. Wenn man diesen Schlüssel verliert, dann hat man ein Problem. Dann ist nämlich die Transaktion futsch und auch sein Geld ist dann futsch. Also dann kommt man nicht mehr ran an sein Geld. Das ist ein ganz großes Risiko, könnte man natürlich auflösen, indem man zum Beispiel drei Schlüssel hat. Ein Schlüssel hat mein Nachbar, ein Schlüssel habe ich und ein Schlüssel hat vielleicht irgendwie eine private kleine Firma oder ein Notar. So könnte man das etwas umgehen. Aber das ist ein Hauptrisiko. Ein zweites Risiko ist zum Beispiel die propere Bewertung, so sagt es der Regulierer, eine propere Bewertung von Kryptogeldern. Also die sind ja heute mal das wert und mal morgen das wert. Sie werden ja immer noch umgetauscht, hauptsächlich in US-Dollar oder auch in Euro. Also es gibt keine gute Bewertung dazu. Und das fand ich auch eine ganz interessante Aussage, dass die Datenqualität und Zuverlässigkeit überhaupt nicht gewährleistet ist. Das heißt, wenn ein Startup oder eine Firma, Ripple zum Beispiel, ist ja auch ein Kryptogeld oder Bitcoin oder Ethereum, die Regulierer oder auch die Nutzer kennen die Datenqualität und Zuverlässigkeit nicht. Keiner weiß es, weil wir ja nicht dahinter gucken können. Die Tokens sind zwar, also die Zahlenkolonnen, die sieht man zwar, aber man weiß nicht, ist das jetzt ein hoher Standard, ist das ein niedriger Standard, wie sind die Computer abgesichert, wie ist die Firma aufgestellt, die diese Kryptowährungen herausgibt? Also die Datenqualität, man weiß nicht, wie zuverlässig diese Daten sind. Wenn sich dann etwas Kleines daran ändert, ist dann alles futsch. Also das weiß die Regulierung nicht, was weiß keiner. Und das ist eines der Hauptrisiken. Finde ich eine ganz interessante Aussage, denn Kryptogelder basieren ja immer auf Zahlen und auf Daten. Es ist ja ein datengetriebenes Geschäft. Und wenn der Regulierer schon sagt, also die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, das ist die Bankenaufsicht in Deutschland, wenn die schon sagt, also wir wissen nichts über die Datenqualität, ja, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, dass die BaFin das sagt. Aber der Leiter dieser Innovations in Finance Technologies war ein sehr launiger und witziger Mann, fand ich auch interessant. Dabei ist das ganze Thema wirklich hochkomplex und rechtlich auch wirklich extrem vielschichtig. Okay, ich hoffe, ich langweile euch nicht. Ich bin
Ja, meine Haare stehen schon ab. So fühle ich mich auch, wie meine Haare aussehen. Ziemlich chaotisch im Kopf. Was ich als sehr interessant fand, war eine Anwältin, Dr. Nina Luisa Siedler, von einer Kanzlei, von einer Beratungskanzlei, die erzählt hat, dass auf europäischer Ebene die EU-Kommission sehr genau beobachtet, was im Bereich Blockchain passiert und verschiedene Organisationen auch gegründet hat, um die Blockchain-Technologie mit zu begleiten, aus rechtlicher Sicht, aus technologischer Sicht, damit, ja, um dem Ganzen einen gewissen Rahmen zu geben. Es gibt verschiedenste Organisationen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich schreibe euch unten auch noch eine Adresse rein, wo ihr ja mehr Informationen dazu bekommt. Okay. Interessanterweise war auch nicht ein Referent. Ich weiß gar nicht, wie hieß er denn jetzt? Ah, es ist hier zu dunkel. Ich sitze hier so in einer kleinen Nische, deshalb ist es mal hell und mal dunkel, von der Frankfurt School of Finance. Er hat mich etwas sehr ratlos zurückgelassen, aber ja, ich möchte euch davon erzählen, genau. Er hat über die Tokens gesprochen, ne, von denen ich euch ja gerade gesagt habe. Es gibt Payment-Token, Utility-Token und Investment-Security-Token. Und er hat den Gedanken aufgeworfen, dass diese Tokens Rechte repräsentieren. Also das Recht, über einen bestimmten Gegenstand verfügen zu können. Oder eben das Recht, dass in diesen Token gezeigt wird, dass zum Beispiel ich die Besitzerin eines Computers bin, den ich über das Internet gekauft habe und digital bezahle. Also, dass man in diese Token bestimmte Rechte hineintransferiert. Ich habe dann später nochmal mit ihm gesprochen, weil ich den Sinn dahinter nicht so ganz verstanden habe. Was soll mir jetzt ein Token bringen, wenn ich einen Computer im Internet kaufe und ich dann mit einem E-Cash, also irgendeinem Kryptogeld oder einem E-Euro zum Beispiel bezahle, einem digitalen Geld? Das muss ja kein Kryptogeld sein, sondern können auch ein E-Euro ausgegeben von der Europäischen Zentralbank sein. Also wenn ich jetzt mit einem E-Euro zum Beispiel meinen Computer bezahle und mir der Händler den Computer schickt, kriege ich vorher, wenn wir schon in der Token-Technologie und Welt leben, würde ich in der Sekunde, in der ich quasi mein E-Cash überweise, einen Token zurückbekommen und in diesem Token steht, dass ich die Besitzerin dieses Computers bin, der mir in den nächsten Tagen geliefert ist, dass die Lizenzen da drin stehen, dass da drin steht, dass der Händler auch vertrauenswürdig ist, dass der Computer auch ordnungsgemäß hergestellt worden ist, vielleicht mit irgendwelchen Lizenzen noch und Zertifikaten Richtung Umweltschutz, Arbeitsbestimmungen und so weiter. Dann kriege ich sofort diesen Token, also es wird innerhalb von einer Sekunde, 2 Sekunden sofort getauscht, sodass ich tatsächlich sofort die Rechte an diesem Computer bekomme. Das fand ich eine ganz interessante Deutung dieser Art von Token. Es ist also eine quasi Vereinfachung, ja, des Vertragsrechts, des Transfers, weil ich würde ja so erstmal zahlen und dann kriege ich den Computer. So dass ich im Grunde als Kundin mehr Sicherheit habe, dass mir dann auch der Computer gehört. Das leuchtete mir ein. Ich weiß noch nicht, warum man dann so komplizierte Techniken dazu braucht, aber das ist etwas anderes. Okay. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Und in Liechtenstein, das war der, das, dieser, ich, wie gesagt, das war ich kann es nicht lesen. Es war ein Referent des Prinzen aus Liechtenstein. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich habe so viele Referentinnen und Referenten heute gehört. Auf jeden Fall ist Liechtenstein ganz vorne bei diesen Entwicklungen dabei und Liechtenstein wird die Token-Technologie, die Art des Transfers
bis spätestens 2020 in ihr eigenes Recht umsetzen. Sie haben da eine Regulierung geschaffen, wo sie diese Token als rechtliche Transfermöglichkeit anerkennen. Das ist meiner Meinung nach das erste Land, das sowas macht. Ich weiß nicht, ob es bis 2020 ist. Auf jeden Fall. Nee, gar nicht wahr. Im März diesen Jahres? Ich habe es vergessen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall tut sich da Liechtenstein sehr hervor. Könnt ihr ja mal googeln, vielleicht findet ihr auch was dazu. Die wichtigste Sache sagt aber auch dieser Referent, wäre Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es keinen Tokenhandel. Das hat mich wiederum wieder mal erstaunt, denn gerade durch diesen Austausch zwischen eCash und dem Token, der sofort in der im Grunde der gleichen Sekunde zurückkommt, bräuchte ich ja gar nicht so viel Vertrauen. Aber vielleicht ist es das Vertrauen, dass es überhaupt diesen Token gibt. Denn wenn ich dann nicht auf diesen Token vertraue, dann kann ich mir die ganze Transaktion sparen. Aber das ist ja überhaupt im Moment eines der Bottlenecks in unserem Geldsystem, dass wir bei unserem Geld, hinter dem kein Wert steht, ja sowieso mal darauf vertrauen, dass die Notenbank, also die Europäische Zentralbank, ja schon uns letzten Endes das Geld auch gibt, was zum Beispiel auf unseren Bankkonten liegt. Wir vertrauen ja sowieso schon die ganze Zeit in unserem Banken- und Finanzsystem. Und dann ist es in dieser neuen Technologie auch alles basierend auf Vertrauen. Also das ist auch so ein Punkt, der mich stutzig gemacht hat und der wieder mehr Fragezeichen in meinem Kopf hinterlassen hat als Antworten. Ich habe mir dann noch etwas, einen Vortrag angehört über die steuerlichen Implikationen, wenn ich denn Cryptocurrencies halte und sie verkaufe. Und es ist in der Tat so, wenn ihr Cryptocurrencies kauft und sie innerhalb von einem Jahr wieder verkauft, müsst ihr eure Gewinne versteuern mit der Einkommensteuer. Wenn ihr sie aber ein Jahr lang haltet, also nach 367 Tagen verkauft, also nach einem Jahr, dann könnt ihr euch die Verkaufsgewinne steuerfrei einstecken. Das war früher bei anderen Geschäften auch so. Bei Immobilien ist es ja zurzeit auch so, wenn man die 10 Jahre hält und im 11. Jahr verkauft, dann kann man sich auch dort die Verkaufsgewinne steuerfrei einstecken. Kann man bewerten, wie man möchte. Ich finde das schwierig. Es ist völlig willkürliche Fristen. Aber wenn ihr Kryptowährungen verkauft, dann haltet sie vielleicht besser ein Jahr und verkauft sie dann. Dann könnt ihr euch das steuerfrei einsacken. Und es gibt auch schon mittlerweile Plattformen dazu, wie Kryptowährungen steuerlich, also die euch dabei helfen, das steuerlich zu vereinfachen. So, ganz einfach. Also in diesem ganzen Dunstkreis zwischen Blockchain und Cryptocurrencies entstehen ganz viele, viele kleine Firmen, die einem dabei helfen, wieder diese Komplexität des Systems zu vereinfachen. Wo ich dann schon wieder beim Nutzen bin. Was nützt mir das Ganze, wenn ich eine Komplexität ins System bringe und dann wieder kleinere Einheiten brauche, um diese Komplexität wieder zu vereinfachen? Diese Frage ist für mich auch nicht beantwortet, spielt hier auch keine wirklich große Rolle. Das ist hier schon sehr Technik verliebt alles. Sie sind hier alle sehr euphorisch, die Augen glänzen, wenn sie darüber sprechen. Ich stehe dem etwas ratlos gegenüber, wenngleich ich so eine Begeisterung, technische Begeisterung gut nachvollziehen kann. Aber ich würde mich doch eher nüchtern als also Beobachterin verstehen. Was mir dabei in den Sinn gekommen ist, ja, wir werden wahrscheinlich an diesen Techniken nicht vorbeikommen. Ich frage mich aber, warum wir nicht vorbeikommen. Wer da die Treiber sind hinter diesen Technologien, warum wir sie brauchen, wenn die Komplexität dadurch im System steigt und nur noch ganz wenige es verstehen werden. Und mir sind dazu ein paar Gedanken auch in den Kopf gekommen, dass wir uns, also bitte kommentiert, wenn ich das irgendwie zu
zu pessimistisch vielleicht sehe oder zu nüchtern sehe oder ich die ganzen Potenziale nicht sehe. Das ist, war vielleicht auch alles richtig. Kommentiert unbedingt darunter, unter diesem Post. Also mir kommt es so vor, als ob wir uns hier wirklich völlig abhängig machen von einer Technik, die komplett auf Strom basiert. Denn wenn wir keinen Strom haben, bricht das ganze System zusammen. Also dann habe ich keine Tokens mehr, dann habe ich nichts mehr, womit ich ausweisen kann, dass ich die Besitzerin von bestimmten Dingen bin. Wir machen uns abhängig von einer Technologie, die auch immer irgendeine Form von Strom benötigt. Das heißt, wir müssen immer Strom herstellen, um unsere Eigentumsverhältnisse untereinander zu klären. Wir haben also auch kein Papier mehr, was wir als Dokument vorzeigen können, ne? Das Bargeld, also etwas Stoffliches, wir haben dann nichts Stoffliches mehr. Und auf Servern liegt ja auch nichts Stoffliches mehr. Und zwei Gedanken kommen mir dazu in den Sinn, dass sich dadurch ja auch zum Beispiel Rechte auflösen könnten durch diese Technologie. Wenn wir alles in E-Cash bezahlen und wir uns über Token Besitzrechte hin und her schieben, quasi, muss ich vielleicht auch gar kein Auto mehr wirklich besitzen, weil das besitzen dann auch viele andere. Besorge mir nur Nutzungsrechte für bestimmte Dinge. Das heißt, gesamtgesellschaftlich lösen sich vielleicht die Besitzrechte auf, sodass es mehr in die Gesamtgesellschaft hineingeht. Die Besitzrechte und wir zu einer höheren Freiheitsgrad kommen. Ist ein Gedanke. Auf der anderen Seite ist es natürlich genau der andere Gedanke, dass wir unfreier werden, wenn wir gar nichts mehr besitzen. Denn Besitz heißt auch, wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad besitze, was ich nicht nur leihe, das Fahrrad steht mir immer zur Verfügung. Ich habe die Freiheit, es zu nutzen, wann ich es will. Wenn wir uns tatsächlich die Dinge teilen, kann ich nicht es benutzen, wenn ich es will, wenn nämlich kein Strom da ist oder ich mein Lesegerät nicht dabei habe oder sonst irgendwas oder jemand anders das benutzt. Bin ich eingeschränkt. Und wenn wir den Gedanken weiterspinnen Richtung China, wenn ich mich dann sozial unverträglich verhalte, sozial unverträglich in dem Sinne, dass es ein Regulator festlegt, was unangebrachtes Verhalten ist, komme ich auch nicht mehr in den Genuss zum Beispiel eines Fahrrads. Bleiben wir nochmal dabei. Also, ihr seht, ich habe viele Fragezeichen im Kopf. Ja, ich bin etwas ratlos und ja, weiß gar nicht, wie ich das hier alles so finden soll. Okay, also, ich will euch nicht verunsichern. Es ist trotzdem super interessant hier. Das sind die Technologien von morgen. Sie werden öffentlich viel zu wenig diskutiert, finde ich. Die Nutzung wird viel zu wenig diskutiert. Die rechtlichen Implikationen werden nicht diskutiert öffentlich. Welche Auswirkungen sie vielleicht auf demokratische Prozesse haben, davon sind wir weit entfernt von solchen Diskussionen. Mein Appell an euch ist, ja, beschäftigt euch damit, grabt euch ein, macht euch schlau, macht euch schlauer als ich es bin, mischt euch ein, denn diese Dinge dürfen uns nicht überrollen. Am besten ist, wir alle gestalten sie mit. Mischt euch ein, bringt euch ein, denn wir sollten in der Tat diese ganzen Technologien nicht wenigen Firmen überlassen, denn ihr wisst auch, dass sich die großen Firmen dieser Welt, angefangen von Google, Amazon, gerade Amazon als einer der größten Händler, wenn nicht der größte Händler der Welt, diese Technologien mit stark vorantreiben. Also, bringt euch ein, mischt euch ein, informiert euch und morgen gibt es nochmal ein Update von der Konferenz, die mich doch etwas ratlos zu Ende lässt. Zurücklässt, sagen wir es so. Okay. Tschüss.